Da sind wir wieder. Und Tod ist tatsächlich eine Lösung, wie wir herausgefunden haben. Ja, er hat mich genervt, ich habe ihn erschossen, er war draußen. Ja, und er hat sich danach gesprengt. Sein Sektor war dieser hier. Der Boden. Skienze. Skienze. SCE. Müssen Sie auch mal entscheiden. Ui, direkt die nächste Shot. Sicher, sicher. Noch einen zweiten Spielstand da direkt daneben am besten. Ja, gut. Ich habe echt keine Lust auf irgendwelche Unterbrechungen von wegen Spielständen. Also wirklich gar nicht. Ja. Da gibt es kein Ja. Da gibt es ein Ist so und stimmt. Ist ja gut. Das stand nicht zur Auswahl. Na, ah, lief aber. Ein Flachkopf. Und ein. Eine Handreichung? Alles Mögliche. Ich höre eine Kamera. Wahrscheinlich unten. Richtig gut, dass Kameras von der Zukunft richtig laut sind, damit die ja jeder hört. Da unten. Das ist keine Kamera. Das ist ein Laserkamera, richtig. Und eine Kamera auf der anderen Seite wahrscheinlich. Aber ja. Yeah. Ja, sehe ich den ja. Wo ist die Kamera? Ach doch, ja, die ist auf der anderen Seite. Der Affe. Ah. Moment, Moment. Ich hab nur Zugkraft? Warum habe ich nur Zugkraft? Ach so, ja, natürlich. Man sollte nicht das Level umschalten, weil man die Fähigkeit umschaltet. Und warum haben wir jetzt schon Kloaffen? Das ist so ein bisschen was Arsch-Spiel. Steam, please. Ja, wenigstens haben die Viecher Hirn. Gut, so geht's auch. Ich höre eine Mitwahl. Der hat. Oder. Hörst ach du? Nee, Ratten sind das nur. Ja, ich hab das Spiel so leise, damit mir die Explosion die Ohren nicht wegdröhnen. Deswegen kann ich die Mäuse, ich die Kamera nicht. Rattennager fährt so an wie mit Midwife Gelenke. Okay. Das geht auch. Das ist ein roter Affe. Ja, ja. Er ist halt, das ist ein Pyroaffen. Dead. Gut. Andersrum, da ist die Kamera. Ach, hier ist die Kamera, okay. Die ist unten. Unten unter mir direkt jetzt. Nein, da hier oben, ich aber da oben ist auch eine Kamera. Echt, wo oben? Direkt hinter der Tür an der Decke. Ah, okay. Dann gehen wir hier erstmal runter und machen die Kamera unten aus, weil die regt mich auf. Okay. Die Mäuse nerven auch überhaupt nicht. Getroffen? Nein, der Affe hat mich vorher gekriegt. Ich weiß gar nicht, warum ich Fan-Missions im Endgame richtig hasse. Jo. Na, Affe. Warum freut er eigentlich nicht mehr? Kriegst du die von hier? Nein, tue ich nicht. Mein Versuch kann ich starten. Dann springe ich kurz runter. Und du springst hinterher, oder was weiß ich. Nee, nee, die, von, sobald man da steht, die Kanone trifft einen nicht direkt. Da ist ein Pfeiler. Da ist die Kamera. Die ist erstmal egal. Ja, Explosionen. Explosionen sind gut. Ja, die ist down. Schön. Sehr schön. Medical. Medical klingt gut. Ja. Bei Mäuse hier. Oder hier Geräusche. Medical Personal only. Ja, passt. Na, guck mal. Haben wir irgendwo Chemiezeugs? Moment. Wir haben nur Kühlschrank mit Blutkonserven und Armen. Eine sehr ausgewogene Ernährungsweise.
Ist mein Granatwerfer gerade losgeworden? Und? Billing. Das war wichtig. Ich habe zwei Schlüssel für die Dinger. Wollen wir einen nehmen? Kann eigentlich nicht schaden. Ah, schön. Für fünf Planeten immer, oder? Soweit ich weiß, ja. Ist ja nichts. Ja. Vielleicht sollten wir erstmal systematisch hier durchgehen. Waren wir hier oben schon? Ja, da links war ich gerade lang gegangen. Ja. Hier geht's nur geradeaus. Also gehen wir hier wieder links. So. Audiolog. Sofort, oder? Jo. Professor Grimm, don't take it amiss. But the fighting between you and Commander Kingsley is a strain on the whole crew of Polaris 32AO. Couldn't you please try to reason with the Commander? It's true that he's responsible for the security of this facility. And you have to admit that lately you've been bending a lot of safety rules. Why don't you have a drink together and try to make him understand? Die Alkoholiker. Liegt dann der Schrot rum. Ich erstmal also, entlade. Ein unsichtbares OC-Gerät. Der muss ja auch halten, ne? Wir hier wieder links. Alles geht kaputt, nur OSA-Kram nicht. Log. Obwohl. Morgen? Log, okay. Obwohl was? Morg? Keine Ahnung. Commander, I warned you not to get in my way again. I'm pleased to inform you that my experiments were successful. Prepare to become part of my experiment soon. The many will triumph. Die Vielheit. Die Vielheit. Hi. Gehen wir erstmal geradeaus durch. Okay. Das sah mir jetzt gerade zu wichtig aus der Bereich. Ja, hier ist besser. Weil es so viel unwichtiger ist mit den Gerätschaften hier. Nee, im Sinne von Story-relevant wichtig oder fortschrittsrelevant wichtig. Eidel, gut, das Mädel ist auch wieder in der Röhre gestorben. Traurige Sache. Zumindest hat sie es nicht gemerkt. Und zumindest besteht die Chance, dass sie es nicht gemerkt hat. Ja. Hey, hier oben sind wieder die richtig gut ausgeschnittenen Laborkittel. Mhm. Oh. Kann sie noch nicht tragen, aber es war eine T-50 Fusionskanone. Ne, TC-5. Die war einfach so in der Kiste drin. Die ist nicht so toll. Aber wenn jemand mal irgendwann Stärke 12 haben sollte, können wir sie ja nutzen. Ja. Noch eine Lok. Echt schon? Okay. Mäuse zum Beobachten. Mit Eis. You really wanna know what's in the new ice cream? Well, okay. Well, we need to keep this to ourselves. Contains a small amount of ice beast excrement. Surprised? Bah. Well, nobody needs to know about this. When the experiment is over, I'm going to sell the recipe to Trioptimum. We make a fortune with it. Maybe they even hire us. They sure pay better than the UNN. And they are far less scrupulous concerning research techniques. Okay, also. Nee, viel Scheiße. Ja. Noch ein Dog. Hallo. I perfected the new ice cream recipe. Not only does it taste much better, it also doesn't melt. It doesn't need to be kept cold and it won't spoil if it's left out somewhere warm. Could you please exchange the ice cream in your shop for this new variety? Watch the customers closely and report any reactions or side effects to me. Remember, this is a secret research project. Not one word about it to anyone. It's a secret to everyone. Secret. Ja. Granatwerfer. Mal Hitkill? Naja, ich hab ja hier. Bin ja recht stark. Achso. Hier sind Brot und Bananen drin, wenn du willst. Yes. Ja, der lohnt mehr. Wenn ich es wüsste, also wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, hier wurden die Affen gefangen gehalten. Ja, macht irgendwie Sinn. Die Affen sind auch One-Hit. Wenn man sie denn trifft. Ein Held.
So stark. Achso. Gehst du? Ein Unisex-Klo. Dann geh ich geradeaus. Ein French-Epstein-Gerät, das dürfte das Damenklo sein. Medi-Hypo. Hier ist auch das Damenklo. Ja. Gut. Alle Mentalitäten und so weiter. Schon wieder Kunst. Jeder hat ja Kunst. Das ist so. Künstlich. Zivilisiert. Oh, ich stelle mir diesen Raum hier an. Hightech. Aber wirklich. Hey. Are you like Dr. Harper? Ja. Professor Grimm, you go too far. How and with whom I spend my spare time is none of your business. Your threat won't keep me from informing Commander Kingsley if you break the safety regulations. I don't know what has come over you of late. You are so obsessed with the research on samples taken from the remains of the UNN Nightwalker. You can't just ignore everything else. Er kann und er tut, wie wir gemerkt haben. Ich wollte sagen, er kann ziemlicher Sicherheit. Hallihallo. Du liebst die Kameras hier, oder? Wieso? Testest die alle aus. Nö. Munition verbraucht. Kaputt? Fertig. Jo. Die krieg ich dann auch noch abgeschossen. Mal nebenbei bist du reingelaufen, nicht ich, ja? Was mal festzuhalten. Ja, ja, genau. Okay, und was wurde hier und wird hier festgehalten? Ich meine, da sind Affen dran, aber was um alles in der Welt machen die Donuts hier? Die kannst du rausnehmen. Ist offen. Ja, ich weiß, bin ja schon drin. Ach, übrigens. Nope. Da. Okay. Da wollte ich mich einsperren. Ne, ich wollte dich an die Bananen ranlassen. Ihn doch, er wollte doch nur mit seinem Ernie spielen. Du wolltest doch den Ernie viel lieber haben. Wollte ich nicht, ich wollte die Karte, die dieser Affe hat. So ein unnötig. Und Chips. Und Chips, ja. Hatte der Affe die Karte? Ja, hatte die Karte. Geil. Die lag da drin rum. Willst du die Chips noch haben? Aus dem Massenjahr, genau. Ich hab mir 100. Oh, bist du? Bin wieder rausgegangen schon. Achso. Mit den ganzen Ratten. Gott. Infestation everywhere. Hier sind Spinnen und verdammte Riesenratten in. Oh je. Yeah. Die Fritten kann man nicht mehr essen. Hab ich die Chips schon? Ja, so hab ich noch nicht. Noch eine Lok. Ja. Check die Pistole. Ich muss die Lok erstmal. Hat die euch schon rausgenommen. Dann hören wir die uns an. Jo. Dr. Harper, I wonder what has suddenly given you the idea that I don't follow the safety regulations. I fear you spend too much time of your spare time with Commander Kingsley. I forcefully advise you in future to focus on our research instead of the Commander, and be warned, if I catch you passing on information regarding our research to the Commander, I'll make sure that you get only Ice Beast excrement under your microscope. I hope I've made myself clear. Ach, ja. Wenn man yes, sir, of course, sir. Findet. Ja. Ja, ist wieder oben. Kann das sein? Aber es ist so. Ja, auf der anderen Seite. Botanische Zone. Hoppala, ja. Vorsicht, erstmal warten. Nope. Das war aber wirklich eine Millisekunde, bevor die losging. Botanik. Kingsley. Kingsley. This morning I ran into two more probands at the workshop. This time they were armed, and they immediately opened fire on me and my men. I've just sent a security report to the UNN generals, in which I recommend that you be removed at the head of research. Apparently, you don't have the ability to follow even the simplest of safety regulations. I won't stand idly by while you and your unbridled ambition gamble with the safety of Polaris 32AO. Es tut mir leid. Forschungssoftware V3? Wo? In der Kiste? Ah, okay. Der unten rechts. Ansonsten hast du alles, was dein Nerdherz begehrt. Nope, kein Fermium. Ich brauch Fermium. Unerhört.
Was brauche ich nochmal hierfür? Ich habe auf die andere Seite schon mal in der Zeit, ne? Gallium, Yttrium. Jo, machst du das. Ja, Gallium, Yttrium. Professor John Grimm. Dem seinem Haus. Und die dritte Zugangskarte. Okay, Moment. Gallium, naja, ich hierfür, okay. Hier ist der Laborkittel vom Prof. Hier sind 2 Psi-Spitzen vom Prof. Nochmal 2 kleine Rattenexemplare. Noch mehr Gallium? Nein, wir haben nicht noch Gallium. Aber wir haben noch eine Lok. Lok, ja. My role as commanding officer of Polaris 32AO, I own an access card to the high security wing. You can't bar me from carrying out a security inspection. If my fears turn out to be true, I will arrange for the wing to be destroyed. Nehmen wir die Spaß mit. Sehr nett. Dann wäre ich hier fertig. Da bist du. Da. Und links. Jawohl. Und links. Und rechts. Naja. Moment. Ich mach das hier im Stil. Habe ich Fernhack? Ne, ich habe noch keinen Fernhack. Wie viel? 30. Tschüss. Was das? Das sind seltsame Geräusche. Oh, die Tomaten haben Augen. Wow. Do not touch. Nur. Wow. Aha. Ich finde die Danger ist super. Do not touch. Do not get touched. Do not eat. Do not get eaten. Do not get eaten einfach. Das sehe ich jetzt auch nicht in HD. Aha. Ich gehe mal vorerst auf die Splitterpatronen, die ich noch dabei habe. Das ist unglaublich creepy. Und weiterhin links rüber. Oh, hier ist ein Blumenhirn. Oder Hirnkohle, wie man das nennen will. Weiter links, sagtest du? Ja, und ich habe hier unten noch einen Log von Dr. Harper. Okay. Steve, something is wrong with Professor Grimm. I can't explain it, but it seems he transforms. You know, halt dir die Fresse, Tomaten. I tried to talk to him, but I can't approach him any longer. He has disobeyed the quarantine regulations and released some of the programs. He won't let anybody into the high security wing. I have no idea what's going on in there. Some of my colleagues have been missing for several days, and every day more of them disappear. I'm scared, Steve. Something terrible is happening there. Und jetzt nach rechts. Ich sehe gerade, es sind noch einige andere Pflanzen. Wirklich 13 hier. Da. War da irgendwas? Ja, war nichts. Okay. Geradeaus ist eine Aktivierungskarte. Schön. Und ein Hirn mit einer Axt drin. Ein verdammt großes Hirn mit einer Axt drin. Ja, ja, das ist eins von den Blumenhirn gewesen, die hier auch drumherum platziert sind. Ah, und noch eine Lok. Ja. I originally decided to study genetics because I thought it would be the research most likely to benefit mankind. I hoped to discover more efficient drugs, or how to remove genetic defects. My, I was so Come for amazed. Me. What am I doing here? God damn it! Vegetables. There's really a need for genetically altered vegetables. They provide so. Crops. And immunity against vermin, so pesticides are no longer needed. That makes sense. But it has little relation to what we are doing here with plants. None of the researchers question whether something is expedient or ethical. They only try to discover how far they can go. I really should look for a new job. I cannot bear this one for much longer. Since the tomatoes have begun to look mournfully at me with their big, sad eyes,
I can no longer even eat my fries with ketchup. Arme Frau, warum sollte ich vor dich kommen? Ich wollte dir eine Psy-Spritze einrücken. Achso. Aber schon okay, stattdessen habe ich mich einfach halb tot schießen lassen. Ja, tut mir leid, ich kann mich in Logs nicht drehen. Na, das tut dir nicht leid. Auch du das. Dann nimm die Spritze wenigstens auf, die liegt vor dir auf dem Boden. Alexi, okay. Ja, du hast noch zwei Leben. Moment, ich nehme so eine Spritze. Blumenhirn, wie gesagt. Komische, intelligenten Tomaten. Und so riesige fleischfressende Sonnenblumen, ja. Mhm. Ich muss sagen, wer auch immer die gestaltet hat, der hat sich Mühe gegeben. und hierum zurück. Ja, ja. Lux Predidet. Ah, hi. Ist gar keine Leiche, die man untersuchen kann. Noch mehr! Ja. Okay, was sind das? Ananas? Sehr seltsame Ananas. Das sind Geisterspinnen. Geisterspinnen! Die vier Splitterpatronen aushalten. Und die ersten Würmer. Was ist das wo? Eine Genpflanze. Ah! Eine Genpflanze, eine Alienpflanze. Was? Achso, okay. Bus, okay, die Genpflanzen machen Schaden auf. Vier Wurmhaufen, acht Wurmhaufen. Moment, Moment, ich bin mit Sightseeing beschäftigt. Warum gibt es hier. Es gibt hier kein Sightseeing, komm, ich zieh wieder raus. Ja, doch, guck dir doch die Pflanzen an. Komm hier wieder raus. So, PSI-Perlen, pinke, gelbe Ananas. Das ist alles so interessant. Stopp. Ah? Wo sind die? Ja, lass das. Wo sind die Wurmgläser hin, die ich. Ach, da. Ah, ja, danke. Da haben wir alles jetzt, oder? Dürft. Ja. Wir waren aber unten noch nicht in allen Bereichen, oder? Ja, dann machen wir das noch. Wir waren, glaube ich, nämlich noch nicht in. Irgendwas, wie auch immer es heißt. Sicherheitstür, ja, ja.